Wer hat dir denn den Flug hierher bezahlt? Shut up! Shut up! Du hast keine Müde, Mark. Du bist das, was ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Als ich ankam, habe ich sein Gesicht gesehen, seine Visage hinter seiner großen Hollywood-Brille. Ich kenne sie nicht, die Frau. Dein Ernst, Hoheit? Es ist the fucking Queen so, weißt du, ich meine, jeder kennt Kadalot. Ich kenne sie wirklich nicht. Unser Prinz Fenris. Ich kenne sie schon ewig, wir sind alte Hasen in dem Showbiz. Oh, so viel Testosteron am frühen Morgen. Ich kenne sie nicht. Ich weiß nicht, wer sie ist. Grüßen wir uns. Ja. Hi, lange nicht gesehen. Wir haben es auch nicht gesehen, oder? 15 Jahre lang nichts gesehen, aber... Ich weiß nicht, wen ich vor 15 Jahren getroffen habe, aber wirklich, aber ich kenne sie nicht. Ihren Badezuber hast du auch getroffen. Mach nichts, man sieht sich immer wieder. Wenn du 15 Jahre drauf hast, konnte ich dich auch nicht mehr kennen. Nein, woher soll ich denn kennen? Wer bist du denn? Schätzelein, ich bin die Mutter der Nation. Der Prinz von Anhalt, dem ist natürlich Unterkinn runtergefallen, die schon wieder, er hat seine Augen verdreht. Großes Drama. Der war so ein bisschen enttäuscht, dass ich da war. Und wo ist das Bett leer jetzt für mich? Hast du blaues Blut? Der Adel schläft im Himmelbett. Aber ein richtiger Adel gibt's hier nicht, das wissen wir alle. Richtig geil, das wird der beste Showdown seit King Kong gegen Godzilla. Er muss nett und lieb zu mir sein. Er weiß ganz genau, dass ich in ein paar Tagen jetzt jemanden nominieren werde. Und er muss natürlich den so ein bisschen sich unterordnen, ein paar Gänge runterschalten, sonst ist er raus. Aber du fühlst dich wohl, ja? Ja, super. Ja? Echt? Kann auch Reibereien geben, ne? Weil schon mit dem Frederik Stress? Einmal, ja. Ich bin gespannt, ob er sich bei mir entschuldigt. Bella, du solltest mal hier vorne hinkommen, da wartet jemand auf dich. Hier an der Treppe hier. Ich? Ja, du! Tatsächlich, wo ist hier ja, das war hier. Wo da, direkt unten. Woher kennen wir uns? Das ist doch das erste Format, was ich mache hier. Frederik, sag mal. Ja, woher kennen wir uns? Ja, nimm die Brille ab, okay? Woher kennen wir uns? Sag doch, komm, sag. Ja, ich dachte, vielleicht ist er älter geworden. Der ist ja auch nicht der Jüngste. Vielleicht leidet er unter Demenz. Ihr vergeudet Zeit, ich weiß es nicht. Du verarschst mich jetzt gerade. Nein, ich verarsche dich nicht. Reiß dich zusammen jetzt. Ich verarsche dich nicht mehr. Du weißt doch, wer ich bin. Ich bin ja so ein fester Bestandteil in seinem Leben, was er mir angetan hat. Mich kann man gar nicht vergessen. Du siehst immer noch gleich aus. Immer noch... Hä? Stabil. Sag mir bitte. Ich bin die Kadalot, weißt du doch. Ach, wir hatten du doch lieber Gott. Aber hör mal zu. Plötzlich haben seine Gehirnzellen geleuchtet. Ach, du lieber Gott. Er wusste von Anfang an, wer ich bin. Punkt. Er ist ein Meisterwerk der Schauspielerei. Der Oscar in der Kategorie Bauerntheater geht an Prinz Frederik. Der Beweis, sein Selbstgespräch bei Kadas Ankunft. Oh nein, sie hat mit mir eine Show gemacht vor 15 Jahren. Oh. Tja. She was stupid, she was an Oh God, and she looks like her. Grüßen wir uns. Na? Hi. Sie war damals schon nicht so ganz frisch, jetzt hat sie 15 Jahre drauf. Nein. Aber sie ist okay, was soll's. Wir haben ja eigentlich noch eine offene Rechnung, aber... Eine offene Rechnung, wir sind ein bisschen älter geworden. Eine offene Rechnung, die Rechnung ist verjährt. Ich habe dich nicht vergessen. Du hast mich nicht vergessen? Anblick vergessen? Du hast mich nicht vergessen, komm. Nein. Komm her, gib mir ein Küsschen. Nein, du musst mich küssen. Nein, du musst mich küssen. Ich muss dich küssen. Natürlich, du musst dich bei mir entschuldigen. Du warst ganz böse zu mir und das habe ich nicht vergessen. Wann war ich böse zu dir? 2006. Ach, so lange her, hör mal zu. Die hat sich doch in einem Format in Kuhpisse reingesetzt. Ich sag, really? Dann brauche ich mich nicht zu entschuldigen. Dann habe ich bis heute nicht entschuldigt. So einfach ist das. Sie hat so ein süßes, freches Gesicht. Hast du immer noch. Naja.
Das heißt, steh dir, passt dir und wir lieben es alle. Bleib, wie du bist. Yes, yes, yes! Ein Hoch auf Königin Kada. Ihr gebührt natürlich auch ein eigener Thron. Okay, eine echte Queen ist in der Sala. Liebe Kada, du bekommst dein privates Kada-Klo. Nur du erhältst den Schlüssel dazu und niemand außer dir darf diese Toilette benutzen. Hier ist dieser Schlüssel, Kada. Die Queen ist hier, bitteschön. Vielen Dank, freut mich. Also mit sowas habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich fühle mich so geehrt. Das freut uns aber riesig, Kada. Willkommen in deinem ganz persönlichen Buckingham Palace. So, jetzt können alle mal die Harmonie genießen, aber wir sind ja nicht im Fernsehgarten und darum zünden wir direkt den nächsten Böller. Da kommt noch jemand. Jawohl, es kommt noch jemand. Dann nix wie raus aus der warmen Badebrühe. Aber ich sehe niemanden auf dem Boot. Da ist keiner. Vielleicht wollen sie jemanden abholen. Das könnte euch so passen. Ah, Leon, der Profi, checkt die Lage ab. Einfach ein Koffer? Vielleicht noch ein Handgepäckstück von der Kada? Nein. Hä? Woche? Was ist denn jetzt los? Glaubst du, jemand kommt aus Bocholt hierher? Tja, was meinst du? Sehr wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich. Es wird jemand kommen aus Bocholt. Das war sowas von klar. Und zwar? Bocholt ist da, wo Sommerhaus der Stars gedreht wurde. Entweder kommt der Chris oder der Kubilai. Ah, safe. Spür ich, hab ich im Gefühl. Bocholt. Dass hier jetzt auch mal ein bisschen Randal ist, dass mal ein bisschen jetzt hier mal ein paar Sachen geklärt werden. Bisschen Action. Mir ist scheißegal, wer da kommt. Es kommt, wie es kommt. Bloß ich hab keinen Bock, dass es knallt. Leer. Wenn natürlich jemand ankommt, der mir gegenüber negativ eingestellt ist, dann kann es natürlich auch schnell sein, dass ich in 3 Tagen meine Koffer packen muss. Wenn irgendjemand jetzt kommt vom Sommerhaus, ich bin noch entspannt. Wir setzen uns aber alle, die Jenny ist auch dabei und ich bin auch dabei und die Person und du, wir setzen uns hin und dann ist alles gut. Wenn es was zu klären gibt, dann kann man reden, und wenn nicht, dann nicht. Ich mal gucken. Mach dich locker, Bro. So schlimm wird Bocholt schon nicht werden. Deine Kollegen haben sich doch auch schon wieder eingekriegt. Bis auf einen. Durchlaucht ist geschlaucht. Er leidet an einer chronischen Wut auf Claudia Obert. Die läuft trotz seines hoheitlichen Verbots schon wieder in ihrem sexy Bikini herum. Mensch, Prinz, was quält euch denn so furchtbar? Claudia sollte zunächst nicht morgens gleich schon im Bikini rauskommen. Sie macht damit niemand an. Ich persönlich habe mit nichts ein Problem, ja? Dann, Claudia, sollte etwas ruhiger sein. Ja, aber jetzt sage ich mal euch eins, wenn ich was machen will, dann zieh ich's durch und frag erst gar nicht. Ihre ersten Worte, paar Millionen. Bei mir geht es so ab. Ja, wirklich? Ich hatte knapp 1 Million. Funktioniert auch nicht, wir kennen diesen Bluff, geht nicht. Was wolltest du sagen? Weißt du, was ich dir sagen will? Diese Frau, die hat keinen Pfennig auf ihrem Konto. Deshalb macht sie das, ja? Die hat keinen Pfennig auf ihrem Konto. Von wegen Millionen und so. Ja. Keine müde Mark hat die. Spielt gerade keine Rolle, oder? Doch, das spielt eine große Rolle. Warum? Doch, Leute reden nicht so. Das kann ich gar nicht erlauben, wer Geld hat. Ja, Frederik, dann bin ich auch raus, sage ich ganz ruhig und ehrlich. Es vergeht kein Tag hier, wo sie nicht sagt, ich bin die Beste, ich war in 10 Filmen. Ich habe im Moment den Flow meines Lebens. Ich war mit mehreren nackten Männern. Wir haben uns jeden Abend volllaufen lassen. Die haben mir die Titten massiert. Das ist Entertainment. Ich kann das nicht mehr hören, dieses ewige, ich bin ja sowieso die Beste. Wenn ich zurückkomme, habe ich den nächsten Riesenauftrag. Ja, bitte, lass es doch sein, oder? Frederik, sei mir nicht böse, ja, aber weil ich habe gestern gesagt, dass ich glaube, dass die Claudia rausfliegt wegen ihrer Ausdrucksweise. Wenn der Ball das so f***t, wie er sich benimmt, dann steckt er nun immer rein, oder? Der eine oder andere Ausdruck kann dir rausrutschen, ja. Aber sie liebt das ja förmlich. Ja, ja. Die Frau hat keine müde Mark auf dem Konto.
Ich schwöre es euch, keine Miete mag. Die Sprüche, die sie raushaut und die schmutzigen Worte, das muss nicht sein. Das ist nicht Ladylike, das ist für eine Frau. Also Claudia sieht das ganz anders, sorry. Einmal wechseln, bitte. Ich so rede, deshalb hier. Bin ich so gut, verstehst du? Claudia. In schlechter Gesellschaft benimmt man sich schlecht. Die Frau ist so fick. So fick. Woher will denn so ein eingeflogener alter Knochen wissen, was ich auf dem Konto hab? Du hast keine müde Mark auf dem Konto. Woher willst denn du das wissen? Du hast keine müde Mark auf dem Konto. Beweis es mir auf den Tisch. Zeig mir einen Kontoauszug. Ich habe mit ihm überhaupt nichts zu tun. Ich weiß natürlich einiges über diesen Hochstapler. Du hast keine müde Mark. Du hast kein Geld auf dem Konto. Du bist blank, du bist pleite. Du passt nicht an unseren Tisch. Schleich dich, mach dich weg. Vielen Dank für die Einladung. Du sitzt nicht mit mir. Der Typ ist out of discussion. Out of discussion. Ich wusste es immer. Ich habe ihm eine Chance gegeben, dass ich da nicht drauf einsteige von Anfang an. Dann aber irgendwann ist es maßvoll. Wer hat dir denn den Flug hierher bezahlt? Du hast keine müde Mark. Du bist das B***ste, was ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Wenn es fast voll ist, ist es fast voll. Und dann packe ich auch mal einen oben drauf. Ich bin aber keine Masochistin. Ja, danke, dass du das Ganze kommst. Deine Ehefrau muss eine Masochistin gewesen sein. Leave my wife alone. You leave my wife alone, alright? Leave my wife alone. Passed away. Leave her alone. Die hat über meine Frau geredet und das geht nicht. Don't talk about my wife, okay? Don't ever use her name. And you shut up, you old fucking bone. Ich glaube, Schlicheleien sind schon die ganze Zeit so ein bisschen passiert und dann ist es halt jetzt einfach, die konnten sich nicht mehr zurückhalten. Und jetzt hat's geknallt. Leute mit Geld auf dem Konto reden nicht so billig. Das ist unteres Schublade. Es geht bei mir immer auch runter wie ein Wasserfall. Da kommt dann auch aller möglicher unterirdischer Quatsch aus mir raus, ne? Es ist sie oder ich, und zwar sofort. Und dann geschieht das Unglaubliche. Der Prinz zeigt menschliche Emotionen. Unterm harten Panzer zittert eine zarte Seele. Okay. Okay, ich werde mich nur dahin lenken. Deutschlands Fürstenhäuser atmen auf. Die Ehre der Aristokraten ist gerettet. Frederik hält durch. Was Claudia sich erlaubt hat, ging zu weit. Das geht aber. Mit der Frau kann ich mich nie mehr an einen Tisch setzen. Das geht einfach nicht. Ich bin immer dafür, dass ich mir selber ein Bild mache. Aber von diesem Ekel Alfred habe ich jetzt mein Bild. Er ist eine Kotzpille. Ach, ich muss ja schon viel mitmachen hier. Wenn die Chemie nicht stimmt. Ja. Mhm. Man muss versuchen, aus dem Weg zu gehen. Die beiden, die können sich nicht riechen. Ganz betroffen hatte sich Mosi, dann plötzlich anfing mit Zsa Zsa Gabor. Das geht überhaupt gar nicht. Das ist meine Frau. Ich habe meine Frau gepflegt. Sie hat gelitten und sie ist verstorben. Herr Frederik, sind Sie auch gut? Ist okay. Sie ist die große Klappe. Sie, was sie geredet, sie hat keinen Humor, keine Rücksicht. Ja, aber das beleidigt man nicht mit toten Leuten, ne? Ist okay. Das ist die Beleidigung. Das sieht man. Das ist heftig. Gerade die Tränen abgewischt, habe ich mir sehr, sehr leid getan. Wanna play the fame game.